Aber da ist aber auch kein Schlüssel. Das heißt also, ich muss erst das hier erschaffen, damit ich dann weiterkomme. Denke ich mal jetzt so. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich muss das schaffen, um dann weiter voranzukommen. Oh, die Welt sieht schön aus. Die Pflanze greift mich natürlich an und macht mir am meisten Schaden. Hm, alles klar. Oh, der lebt's noch? Ja, jetzt bist du tot. Ich glaube, ich muss aber auch, weil es muss ja einen Grund geben, warum ich ja am meisten halt jemand mit dem, ich glaube, ich muss unbedingt noch irgendwie die Stärke noch ein bisschen erhöhen, weil, ich glaube, die brauche ich für den Endboss, damit ich halt übelst Schaden machen kann. Weil wenn mir jetzt schon diese Bienen am meisten halt, mich nerven, kann es sein, dass ich irgendwie noch zu schwach bin. Oh, apropos die Bienen. Ich werde die jetzt immer so platt machen. Ich glaube, so muss man die auch platt machen. Ich habe gar nichts gedrückt. Oh ja, komm. Das funktioniert? Nö. Na komm her. Mal an, wie viel der aushält. Das ist der Wahnsinn einfach nur. So, jetzt ist er tot. Also das sind wirklich, ich muss es immer wieder sagen, tut mir leid, dass ich mich da wiederhole, aber das sind wirklich meine Hassgegner. Also die machen Unmengen von Schaden. Und ja gut, die Pflanzen sind easy. Der ist auch easy. Wie viel Schaden hat mir gerade die Pflanze gemacht? Es sind Pflanzen, also die dürften mich jetzt eigentlich nicht töten. Erledigt, fertig. Das war's, sehr gut. Gegner auch wieder erledigt. Und rüber! Ah, das ist glaube ich hier nur so ein Level, wo zigtausende Gegner auf einen Schlag immer kommen. Also wieder so eine typische Arena. Also ich mag ja... Ich finde es ja cool, dass man hier wirklich gegen einen Gegner am anderen kämpft, aber das ist immer so... Also man merkt wirklich schon, wo halt sie den Fokus gesetzt haben. Also bei allen Sachen, die irgendwie mit dem Werehog Sonic zu tun hat, sind immer nur Arena-Kämpfe. Guck dich um, Arena-Kampf. Guck dich um, Arena-Kampf. Guck dich um, Arena-Kampf. Guck dich um, Arena-Kampf. Die sind doch weg, oder? Nee, das ist ein Schalter, der bleibt. Was anderes ist das nicht. Ja. So, komm schon her da. Das war's. Das war's, wir sind tot. So, jetzt kann ich hier noch hingehen. Nein, kann ich nicht, weil der Schalter wieder deaktiviert wurde. Mal alt. Kann ich das nehmen? Nö. Wie lange bleibt denn der Schalter? Ist der sofort weg? Nee, bleiben. Ah gut, ich komme auch so wieder zurück. Okay. Und rüber Jumping! Oh, geil. Gleich zwei Dinger. Nice. Was finde ich cool. Aber die Welt ist schön. Schön gemacht auf jeden Fall. Aber irgendwie... Ja, es fehlt gerade noch irgendwas. Also irgendwie fehlt hier gerade so... Ah, da hinten ist der nächste Speicherstand. Ja. Ich hab's doch gewusst, dass hier wieder irgendwas kaputt geht.
Man kann manchen Sachen hier nicht trauen. Also die Welt ist gerade ein bisschen zu friedlich. Also wenn die genauso aufgebaut ist wie das China-Level, wo ich auch ziemlich oft gestorben bin, dann, schon wieder so ein Dicker. Beste Wart, komm. Ich liebe diesen Unleash-Modus. Anders hätte dieses Viech es nicht verdient. So, war's das? Waren das alle? Ah. Zack, rüberspringen. Zack, nochmal rüberspringen und saven. Was haben wir hier? Aha. Eine Falle. Natürlich. Da komme ich nicht durch, weil ich erstmal was aktivieren muss. Hätte man mir das nicht einmal sagen können. Um. Ich kam da hinten nicht weiter. Ich bin da lang gelaufen und es ging nicht. Und um. Hoppala. Und jetzt kann ich das aktivieren und schon geht's weiter. Fiese Sache. Sonic, lass los. Boah, jetzt ist der Schalter. Ach, natürlich, ich hasse sowas. Hätte ich schon mal gesagt? So. Und hallo, meine Freunde. So. Nicht hier abwehren. Das will ich hier. Aua. Ja, das war ein Schlag auf den Nacken. Mann. Haltet einfach die Klappe. Ich nehme einfach eure kleinen Freunde und werfe sie gegen euch. So. Immer noch ein Leben. Ich habe irgendwie viel zu viele Leben. Das ist nicht gut. Ich habe eigentlich immer nur 3 Leben oder so. Da ist der Sch. Hallo. Warte mal. Das nehme ich mit. Immer schön. Die Medaillons mitnehmen, also die Medaillen. Medaillen. Ist es nicht das gleiche? Keine Ahnung. Aber anscheinend nervt das nicht, weil sonst hättet ihr es mir schon längst geschrieben. Du, den Schalter aktivieren. Ah, jetzt kommen wir weiter. So. Jetzt muss ich. Nur damit der Schalter hier aufgemacht werden kann. Okay. Und da ist er. Nein! Oh nein! Tür wieder zu! Nein! Ich habe die. Ich will da ran! Nein! Ich habe das. Ich habe es zu spät gesehen und ich habe ja den Schalter wieder umgelegt und die Tür bleibt offen. Du schon wieder. Also mal ganz ehrlich, weißt du, wenn du einmal von dieser Welle getroffen wirst, kannst du nicht aufstehen. Ja, komm, greif doch nochmal an. Oder ja, töte mich, das ist eine ganz gute Idee, da komme ich nochmal an die Medaille. Komm, mach doch deine Welle, Eigentlich wollte ich jetzt sterben. Also diese Typen, ich weiß nicht, die nerven mich tierisch. Wisst ihr, wegen Werhawk und so, tierisch.
Ja. Scheiße, wenn Kinder lacht. Aha. Was war das jetzt gerade für ein Rätsel? Was ist das hier? Muss ich hier die Jahreszeiten eingeben? Nö. Halt! Moment! Da ist doch noch was. Und die Dinger können auch kaputt gehen. Ja, ist klar. Hä? Ach so, das sind Blüten. Ah, ich verstehe. Warte mal, ah, hier ist noch was. Hallo. So, warte mal, wo war denn jetzt das? Der erste könnte da oben sein. Ich glaube, hier oben ist der erste Schalter, oder? Kann es sein? Hier oben müsste der Samen dann sein. Also wenn hier natürlich irgendwo Samen-Schalter sind. Jawohl, da ist er. Ah, jetzt muss ich den Schalter in der Seite. Ne, halt, warte mal. Der Schalter ist jetzt aktiviert, oder? Manchmal setzt irgendwie Sonic irgendwie diesen Greifer nicht richtig ein. So. Nicht den. Moment. Ich glaube, der war der nächste, oder? Verdammt! Das war der erste. Aha. Na, vielleicht sieht man das jetzt nicht, weil es hier abgebildet ist. Ach so! Ah, ich habe die Blume darauf nicht gesehen. Ja, dann ist natürlich ja klar. Ich habe die Blume da auf dem Schalter nicht genau sehen können. Deswegen dachte ich gerade. Oh ja, der Schlüssel. Naja, 7 von 10, 3 von 6, okay. Weiter die Stärke hoch. Ich will die Stärke weiter hoch haben. Nur noch 3 Stück, dann habe ich die Stärke wieder mal ein Level noch hochbekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich den Part angefangen habe. Ich glaube um 9 und... Ja doch, ja, ich habe noch 9 Minuten. Hab noch 10 Minuten. Ja. Ich habe noch 10 Minuten. Okay, kann ich jetzt zum... Warte mal, was habe ich denn jetzt gerade im Inventar? Warte mal. Ich habe einen Schlüssel. Okay, dann müsste ich jetzt, glaube ich, zum... wieder zum Professor, oder? Ich werde einfach mal zum Professor gehen, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt, nach Empire City muss, um da den nächsten Schlüssel zu holen. Ja. Nee. Ich muss dahin? Aber warum denn wieder Dark Guardian? Weil der war doch... Das Spiel sagt, ich muss... Ach so, ich muss zum Professor. Haha, ja, natürlich. Natürlich, der Professor ist doch da. Ja. Idiot. Der Professor muss mir doch bestimmt jetzt sagen, du, ey, Sonic, du hast ja jetzt einen Key, jetzt geht's woanders hin. Das muss er mir jetzt sagen. Aber irgendwie habe ich die Stimme irgendwie nicht immer parat für den Professor. Ich vergesse die immer wieder. So, vielleicht ist ja die eine hier jetzt... Ach, der holt wieder.
Hallo, blauer Freund. Ich sammle alle möglichen Teeblätter auf der Suche nach dem besten Chai. Aber ich habe noch nie rote Teeblätter in diesem Land gefunden. Würdest du mir einen mit roten Tee bringen, falls du welche findest? Ja, klar, kein Problem. Oh, danke. Ich habe gehört, dass es im Eingangslevel Tee gibt. Ich habe doch Tee. Hier. Blauer Freund, hallo, du hast roten Tee gefunden. Vielen Dank, ich werde sofort Chai-Rados zubereiten. Ach, der will den Tee haben, oder? Jetzt habe ich alle Teesorten des Landes probiert. Es geht weiter. In einem neuen Land auf der Suche nach dem perfekten Chai. Ah, jetzt reist der also auch von einem Level zum anderen, also zu einem Land zum anderen, um da diesen Chai zu finden. Interessant. Wirklich sehr interessant. Das heißt also wirklich, dass ich da noch eine ganze Menge finde. Aber ich habe 100... Ich weiß gar nicht, ist es das Level, was ich da erreiche? Also 106 oder... Habe ich auch nicht so ganz verstanden. So, hallo. Da bin ich wieder. Die neuen Kräfte gewähren dir Zugang zu einem neuen Bereich in Adabat. Jetzt ist es nicht mehr weit, mein Junge. Begib dich nach Adabat und platziere einen Chaos Emerald in den Tempel. Habe ich noch irgendwelche Souvenirs für ihn? Moment. Ja. Und ein Kunstbuch. Dankeschön. Oh. Also gut, hast du noch weitere Fragen? Okay, dann wieder zurück nach Adabat und dort dann die Sache abgeben. Und dann werde ich aber, wenn ich da bin, werde ich dann, glaube ich, langsam mal die Aufnahmesession wieder beenden, weil ich bin jetzt schon wieder bei 2 Stunden. Und ja, 2 Stunden immer aufnehmen nach einem harten Arbeitstag ist immer sehr, sehr, sehr anstrengend, muss ich dazu sagen. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, es macht gar keinen Bock. Aber es ist halt übelst geil. Also es ist cool, auch anstrengend, aber es macht Spaß. Ich kann einfach so rausgehen. Zurück nach Adabat. Und ich glaube, ich muss jetzt bestimmt auf die andere Seite rüber, weil das jetzt, es schreit nach einem Tag-Level. Weil sonst komme ich ja nirgendwo mit dem Nacht-Sonic da irgendwo hin. Ja, ich glaube, ich muss wirklich hier, jetzt, das Speed-Level machen, damit ich den Schlüssel kriege. Und dann kann ich den Schlüssel platzieren und dann kommt noch ein Endboss, denke ich mal. Es könnte sein, dass jetzt vielleicht nochmal so ein Tag-Endboss kommt oder so. Würde ich jetzt mal behaupten, oder? Weil das macht irgendwie mehr Sinn, weil... ich habe jetzt... Wir hatten jetzt 3 Nachtgegner und 2 Taggegner. Es müsste also rein theoretisch jetzt noch ein Taggegner kommen und dann müsste ich ja eigentlich, so wie ich es ja halt vermutet habe, nach Eggman Land kommen. Und da geht's dann weiter. Na, bin ich hier richtig? Na. Sonic. Du hast nicht genügend Sonnenenergie. Wie viel muss ich sammeln? Sonic. Du musst noch 14 Sonnenmedaillen finden. Ach, verdammter Mist. Oh, sowas. 14 Stück. Ah, guck mal, ich bin jetzt mit den Halt. Guck mal, ich bin Stufe 6 und ich muss 14 Stück noch sammeln. Alles klar, okay. Gut, dann muss ich in die andere Welten zurückgehen und da weitermachen. Okay, gut. Okay, dann heißt es erstmal wieder alte Level wieder machen und dort weitere Sachen sammeln. Ach, das heißt das. Weil ich halt immer gedacht habe, das sind Nummern. Passt auf. Ich hatte gedacht, dass diese Nummern, also dass diese Nummern, die da drauf sind, das jeweilige Level symbolisieren. Also dass da halt, das heißt, ah, okay, da sind 7 Level. Okay, da muss ich halt 7 Level durchmachen. Aber in Wirklichkeit ist es halt die Stufe, die ich dafür brauche. Und das habe ich nicht gecheckt. Muss also Stufe 7 werden, damit ich halt das machen kann.
Oh, 14 Stück. Das heißt 120 von diesen roten Sonnenmedaillen brauche ich. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich mache hier eine ganze Menge. 14. Da sind 12. Ja, okay. Dann gehen wir dahin. Gut. Ja, dann gucke ich mich hier ein bisschen um und mache hier noch ein paar Level. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo wirklich noch genügend Level noch sind, damit ich das machen kann. Aber da gibt es ja, guck mal, da gibt es 7, also 6 Level muss es da geben, die wir auf jeden Fall machen können. Also heißt es dann erstmal alte Level machen, Medaillen sammeln und dann, ja, dann kommen wir erst weiter. Ja, dem Typen kann ich auch noch retten. Ja gut, dann könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass wir erstmal hier alles machen werden. Dass ich hier alles sammeln werde, was noch zu finden ist. Und dann werde ich in der... Also ich gehe jetzt von Level zu... also Welt zu Welt und versuche irgendwie diese Medaillen halt zusammenzukriegen. Wenn jetzt natürlich hier in Griechenland nur Level sind, die halt tagsüber sind, dann habe ich ein Problem. Habe ich wirklich ein kleines Problem. Das soll, dass ich gerade eine Kinder umgebracht habe, aber es muss sein. So. War da oben noch ein Level? Oder waren hier nur Tagslevel? Ja, ich glaube, hier waren nur Taglevel, kann das sein? Ah, sag jetzt bitte nicht, hier sind nur Taglevel. Das wäre übel scheiße. Da hinten war ein Leben. Da komme ich nur wieder zurück. Hier waren keine... doch. Warte mal, ich guck nochmal ganz kurz. Ach, nee. Hier sind, glaube ich... Hier waren doch, glaube ich, nur... Das wäre natürlich jetzt übelst ärgerlich, wenn hier nur... Da hinten ist noch ein Mond, Sonnenmedaillon, sehe ich gerade. Das sind ja die, die ich brauche. Ach, Moment. Warte mal, vielleicht... Machen wir ganz kurz nochmal Tag. Der Mond, der geht, er haut jetzt ab. Und die Sonne kommt wieder rein. Tralala, lilupidu. Und schon ist es wieder morgen, liebe Freunde. Also, hier war ja das... Linkslevel. Oh, was haben wir denn da gehabt? Hier war doch irgendwie auch. Ne, hier war kein Level mehr. Gut, okay. Hallo, eine Teesorte. Blauer Tee. Igitt, sieht bitter aus. Bitterzeugs mag ich nicht. Okay, ich glaube, hier sind wirklich nur Taglevel. Es ist ja auch tags. Ja, hier muss ich hin. Okay, dann haben wir hier schon mal ein Level. Wie viel gibt's hier? Achso, das habe ich schon gemacht. Okay. Ach, das war Akt 1? Habe ich denn das Level gemacht? Hier ist 1. Oh, 1. Hm. Ist ja nicht sehr berauschend. Nein, ich wollte noch das Leben haben. Na, so viel zum Thema. Ich wollte nur das Leben haben. Guck mal, da oben. Ja, da oben war jetzt nichts mehr. War hier noch irgendwas zu holen? Warte mal, vielleicht war hier noch was? Nee, habe ich alle geholt. Na gut, dann werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal die... Warte mal, hä? Das war doch hier Akt 1, oder? Nee, das ist Akt 2. Warum ist das Akt 2 und da hinten ist Akt 1? Mhm. Also hier waren wirklich nur die Leben. Ja gut, dann... was hast du denn für ein Problem? Was war das für ein komischer Pelikan? Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part mache ich auf jeden Fall das hier. Und dann heißt es erstmal wieder... ja, Sonnenmedaillen finden, bevor wir weiterkommen. Na, so ein Schwachsinn aber auch.
Gut, Freunde, dann danke fürs dabei sein. Schön mit Öl reingehauen, vorbeischauen und tschüss. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.